soll ich noch groß sagen, Bruder hat ja schon alles gesagt. Für uns war das das Top-Ereignis. Wir werden das in der Gesamtheit nicht wieder erleben. Ich glaube, heute ist dem einen oder anderen, der das noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat, noch mehr bewusst geworden, was da eigentlich im Fall irgendwie abgelaufen ist. Und es war eine herrliche Kulisse. Die Atmosphäre, also wie gesagt, das Stadion, das hat gepasst für uns. Und es war ein tolles Erlebnis. Vom Taktischen her haben wir uns natürlich auch mit Glück ganz, ganz ordentlich verhalten. Wir haben Stefan ein Tor gehabt, dass er dann auch mal einen weglässt. Das ist ganz normal. Aber alles in allem, Bruno hat dann gesagt, wir hatten ja vorher gesagt, 5 Tore wollen wir nur kriegen. Er hat dann den Spielern gesagt, die sollen ab und an mal daneben schießen, dass die fünf Tore eingehalten werden. Nein, also wie gesagt, also es war ein tolles Erlebnis. Ich denke, wir haben auch fair gespielt und nicht irgendwie, das war alles sauber. Stuttgart hat, das hat richtig Spaß gemacht zuzugucken, haben die Jungs mir in der Halbzeit schon gesagt, viel direkt, viel über den Flügel, herrliche Angriffszüge, dann nachher, auch wenn man die Kopfballtore sieht, da, also das hat Spaß gemacht zuzugucken. Und jetzt wünsche ich Bruno, der hat da viel mehr Stress als ich mit Falkensee. Jetzt kommt er erstmal Moskau, Bruno, und dann kommt die Bundesliga-Saison beginnt. Und wie gesagt, ich wünsche das, dass du so wie das in der Rückrunde gemacht hast mit der Mannschaft, das war schon sensationell. Das wünsche ich dir für die ganze Saison, dass du im Europacup weiterkommst und dass du mich, wenn du im DFB-Pokal-Endspiel bist, auch hier in Berlin einlädst. Definitiv. Danke.